Früher war der Alkohol sein schlimmster Feind, heute ist es der Teufel. Alice Cooper, 56, warnt vor Satan und mahnt zu einer Entscheidung für Jesus. Inhalt meiner Show und grundlegendes Thema meiner Alben, Dragontown, sowie der beiden vorherigen Alben, Brutal Planet und Last Temptation, ist die Warnung Satan, sagt Alice Cooper, der seit 11 Jahren eine Bibelschule besucht. Das Böse habe einen Ursprung, und zwar beim Teufel. Man dürfte ihn also nicht als ein Hirngespinst abtun. Ich bin Christ, darum ist der Teufel mein schlimmster Feind, gesteht er in unserem Interview. Er wolle die Leute erschrecken. Seine Alben würden zeigen, was wirklich unheimlich ist, nämlich, unheimlich für uns alle ist die Frage, was passiert, wenn wir sterben. Ich glaube nicht, dass wir als Schmetterling oder Heuschrecke zurückkommen. Wenn wir sterben, haben wir Erlösung oder Verdammnis. Was ist deine Wahl? Entweder gehen wir ins Paradies oder nach Dragontown. Das wolle er den Leuten verdeutlichen, ewige Verdammnis oder ewiger Segen. Die Leute sollen persönlich erwachen aus ihrer Nacht, wenn ich jetzt sterbe, was passiert dann? Ich will, dass jeder davor erschrickt. Ich finde, das ist ein gutes, heilsames Erschrecken. Ohne Gott in die Hölle. So singt Cooper in It's Much Too Late. Der Weg zur Hölle ist voller netter Typen mit guten Voraussetzungen. Aber wenn du dort bist, bist du dort, und dann ist es zu spät. Alice, ohne Erlösung kannst du der netteste Typ der Welt sein, das bringt dich nicht in den Himmel. Ohne Vertrauen und Glauben an Gott gehst du zur Hölle, und wenn du dort bist, kannst du dir keinen Weg rausschaffen. Es ist endgültig. Und diese Endgültigkeit ist erschreckend. Jemand sagte mal, die Definition der Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Für immer von ihm weg sein. Keine Chance zurückzukehren. Das ist Hölle. Ich verstehe und teile diese Ansicht. Mehr dazu in unserer Exklusivgeschichte, Alice Cooper, Elvis könnte in der Hölle sein. Alice am Abgrund. Sein früherer Lebensstil hatte den Predigerssohn, Vater und Großvater waren Prediger und Missionare unter Indiern, selber an den Rand des Abgrunds gebracht. Im Gegensatz zu vielen anderen Rockstars machte er aber nie den Schritt darüber hinaus. Vor 10 Jahren habe er aufgehört, privat Alice Cooper zu sein, sagt Vincent Damon von Nier, bekannter unter seinem Bühnennamen Alice Cooper. Seine Alkoholsucht ist längst überwunden, seit 11 Jahren geht er jeweils am Mittwochvormittag ins Bibelstudium und er gibt Sonntagsschule. Seit 27 Jahren ist er mit Terrell verheiratet, die beiden haben 3 Kinder. Zu seinen bekanntesten Songs gehören, Schools Out, Billion Dollar Baby, Im Licht stehen, Feed Me Frankenstein, Poison, Telefon Is Ringing, Elected, Hey Stupid, It's Me, Stolen Prayer, und viele weitere. Cooper veröffentlichte seit 1969 exakt 30 Alben, inklusive Best-of- und Live-Scheiben. Das neueste heißt The Ages of Alice Cooper. So weißt du, wie viel Sternlein. J.A. Genau eines. Auf der Walk of Fame. Alice in der Sonntagsschule. Frage von Livenet, du bist gut im Geschichten erzählen, welche Geschichten erzählst du in der Sonntagsschule den Kids? Die Rocklegende lacht, die biblischen Geschichten sind viel besser als meine. Es sind die besten Geschichten. Wenn ich Sonntagsschule gebe, halte ich mich an den biblischen Text. Wir sprechen zum Beispiel über David und Goliath, Simson und die anderen großen Geschichten der Bibel. Die kleinen Kinder verstehen nur die Grundlage, Gut und Böse, Vertrauen auf Gott haben und so weiter. Sie nehmen einfach das auf. Vincent Damon von Nier hat erkannt, Repetition ist für Kinder etwas sehr Wichtiges. Das gibt ihnen Sicherheit. Meine 9-jährige Tochter kommt und sagt zu mir, ich möchte diese Geschichte hören. Ich sage, du hast sie schon 20 Mal gehört. Sie erwidert, ich will sie wieder hören. Also erzähle ich sie ihr. Netter Typen in der Hölle. Sein Album Dragontown zeigt seine Version der Hölle. In einem Lied, It's Much Too Late,
singt der Miterfinder des Glamrock. Der Weg zur Hölle ist voll netter Typen mit guten Voraussetzungen. Aber wenn du dort bist, bist du dort und dann ist es zu spät. Cooper, ohne Erlösung kannst du der netteste Typ der Welt sein, das bringt dich nicht in den Himmel. Ohne Vertrauen und Glauben an Gott gehst du zur Hölle und wenn du dort bist, kannst du dir keinen Weg rausschaffen. Es ist endgültig. Und diese Endgültigkeit ist erschreckend. Jemand sagte mal, die Definition der Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Für immer von ihm weg sein. Keine Chance zurückzukehren. Das ist Hölle. Ich verstehe und teile diese Ansicht. Über den nächsten Schritt seines musikalischen Schaffens ist sich Alice Cooper noch nicht ganz sicher, ich schreibe ihn gerade. Ich weiß aber nicht, ob ich nochmal in die Tiefe der Hölle vorstoßen werde. Wenn ich nicht mit der richtigen Idee auftauchen kann, gibt's nur die beiden Teile. Ich habe das Statement, dass es dort keinen Ausweg gibt, gemacht. Ich kann nicht kommen und plötzlich einen präsentieren. Elvis in Dragontown. Der Altmeister des Horrorrocks soll mal gesagt haben, ich glaube nicht, dass Elvis im Rock'n'Roll-Himmel ist, ich vermute ihn in Dragontown. Cooper bestätigt, ich kannte Elvis, auch John Lennon und Jim Morrison. Ich kann mir vorstellen, dass sie in Dragontown sind. It's Much Too Late ist genau wie ein John Lennon-Song geschrieben, Dragontown, wie ein Doors-Jim Morrison-Lied. Ich sehe alle in Dragontown. Erstens, es ist eine fiktive Hölle. Zweitens, ich trank mit diesen Typen. Ich bin ziemlich sicher, dass sie nicht in einem Rock'n'Roll-Himmel sind. Ich habe den Platz gezeichnet, wo ich denke, dass sie gelandet sind. Die Leute sind damit gar nicht zufrieden. Besonders Elvis-Fans. Die fragen, wie man es wagen könne, zu sagen, Elvis sei in der Hölle. Ich sage, vielleicht ist es der Weg, den zu gehen er verdient hat. Zoom Alice privat. Alice Cooper heißt bürgerlich Vincent Damon Fournier. Vor 10 Jahren habe er aufgehört, privat Alice Cooper zu sein. Seine Alkoholsucht ist überwunden, Fournier, Vater und Großvater waren Prediger, ist seit 26 Jahren mit Cheryl verheiratet, gemeinsam haben sie 3 Kinder. Seit 10 Jahren gibt er Sonntagsschule und geht jeweils am Mittwochvormittag ins Bibelstudium.